Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute mal wieder mit meinem Lieblingskiller und der Hexe, falls es noch nicht jemand bemerkt hat. Und wir sind schon wieder auf der Coldwind Farm. Also wir haben wirklich, glaube ich, irgendein Problem mit dieser Map. Aber wir versuchen unser Bestes, wie immer, und mal schauen, wie viele wir heute erhalten können oder wie viele Kills wir bekommen. Bis jetzt haben wir leider noch keinen Überlebenden gefunden, aber dieser Generator ist doch schon bearbeitet. Und angeblich sollen wir auch jemanden gesehen haben. Da hinten, okay. Hier haben wir auch noch unser verfluchtes Totem oder eines unserer verfluchten Totems. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir Strider mit diesem Killer nutzen. Und ja, einfach mal ausprobieren, ob es uns wirklich was bringt. Ja, schade. Aber zumindest haben wir sie jetzt mal gefunden. Wait, what? Das war gar nicht so blöd, diese Aktion. Und sie hat auch direkt die Palette runtergeschmissen. Gut für sie sozusagen. Und sie hätte uns jetzt hier die ganze Zeit loopen können, von daher zerstöre ich einfach mal die Palette. Oh mein Gott. Das ging extrem schnell mit diesen zwei Generatoren. Wir haben jetzt erst unseren ersten Schlag bekommen. Die zwei Generatoren sind schon fertig. Oh mein Gott. Das könnte ein recht schwieriges Spiel werden. Die scheinen alle zu wissen, was sie wirklich machen. Und vor meiner Nase haben die auch an beiden Generatoren hier in unserer Nähe gearbeitet. Das ist nochmals sehr komisch. Und wir konnten sie leider auch nicht bis zum Ende verfolgen. Von daher haben wir jetzt nur einen Verletzten bis jetzt. Das ist sehr schlecht. Wo ist derjenige jetzt, der hier zweimal durchs Fenster durchgesprungen ist? Ach, sie ist es wieder, aber sie ist mittlerweile schon geheilt. Ja, sie weiß halt wirklich perfekt, wie man hier diese Wand nutzen kann. Aber der Schlag war gar nicht so schlecht. Da hinten versteckt sie sich. Jetzt haben wir sie aber mal gesehen. Ah, schade. Und da war sie sich zu selbstsicher. Aber die anderen Überlebenden haben schon wieder einen Generator gemacht. Und noch einen. Halleluja. Okay, jetzt habe ich es wirklich mal mit Profis zu tun. Die wissen, was sie machen. Das ist erst unser erster Hook. Also wir werden sehr wahrscheinlich sehr wenige Punkte erhalten, wenn die Überlebenden so weitermachen. Ich habe auch noch keinen anderen gesehen, außer sie jetzt. Okay, Claudette ist hier. Und sie warten auch keine Sekunde mit der Palette. Sie schmeißen diese direkt runter. Von daher haben wir auch noch ein Problem damit. Und das, obwohl wir gerade mit meinem stärksten Killer spielen. Also mit dem Killer, wo ich fast immer sogar vier Leute hole, wenn nicht sogar drei. Wir versuchen jetzt einfach mal ein paar Fallen zu platzieren. Okay, hier ist auf jeden Fall jemand. Bestimmt Claudette wieder. Ja, da hinten läuft sie.
Wir teleportieren uns nicht, sondern verfolgen Claudette weiter. Ich konnte sie jetzt auch wirklich nur verfolgen wegen unserem Perk Strider, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt kommt er mir auch noch in den Weg. Sie spielen vermutlich sogar noch zusammen, so wie es wirkt. Und jetzt habe ich sie wieder verloren. Das ist unglaublich. Hier ist auf jeden Fall jemand dran. Und ich werde die ganze Zeit in eine Verfolgung gefragt, obwohl ich niemanden sehe. Das ist unfassbar. Jetzt da. Wir sehen sie. Ah Mann. Die Schläge müssen sitzen, leider. Jetzt haben wir einen Hit. Sehr gut. Hier sind schon alle Paletten weg, von daher schaffen wir es vermutlich. Ah, schade. Da hat sie uns gebaitet. Jetzt aber. Und jemand ist auch noch am Generator, das weiß ich. Aber wir müssen mal zusehen, dass wir wirklich jemanden mal killen können. Sonst wird das gar nichts, diese Folge. Ja, und schon der letzte Generator gemacht. Also das ging mal sehr schnell. Ach, Claudette, nee, dich habe ich gesehen. Auch leider nur dank eines Perks von uns. Sehr gut. Haben wir sie auch noch erwischt? Dann möglichst schnell zum Ausgang hin. Okay, hier ist keiner, sehr gut. Aber er wurde zumindest schon mal angefangen. Er läuft so nah vor uns, dass ich ihn noch nicht mal mehr sehen kann. Es ist unfassbar. Er bekommt aber auch noch seinen Hook, da bin ich mir sicher. Aber er weiß wirklich, wie er ausweichen muss. Sehr gut. Dafür, dass die Überlebenden so extrem stark sind, spielen wir gar nicht so schlecht, wie ich finde. Das Tor hier ist noch nicht offen. Aber wenn wir sie erwischen sollten, wäre sie dann auch wirklich schon tot. Das wäre dann ihr dritter Hook. Von daher versuchen wir einfach mal, sie jetzt zu verfolgen, wenn sie hier eh schon so rumläuft. Aha, schade. Das hätten wir wirklich schaffen müssen, weil jetzt geht sie hier wieder ins Korn rein. Ma, ich sehe doch nichts. Diese blöde Map hier, das ist unfassbar. Und sie hat mich wieder gefaked. Das ist unglaublich. Jetzt aber. Sehr gut. Und damit, wenn wir sie wirklich zu einem Hook bekommen, ist sie auch aus dem Spiel raus. Wo ist sie denn jetzt so schnell hin? Hä? Sie war doch gerade noch am Tor. Okay, verwirrend. Aber zumindest haben wir einen aus dem Spiel entfernt. Bei so starken Überlebenden bin ich schon recht stolz darauf, dass wir wirklich jemanden bekommen haben. Das Tor hier ist sicherlich auf, ja. Das war jetzt auch klar. Nochmal ein paar einfache Punkte mitnehmen. Und der letzte wird sicherlich auch entkommen, da bin ich mir recht sicher eigentlich. Das Tor ist mittlerweile auch offen, okay. Vermutlich möchte er jetzt nur entkommen, wenn wir da sind, von daher gehen wir jetzt gleich auch einfach mal dahin.
Okay, er entkommt auch so, das ist natürlich sehr schön. Und damit bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschö.